Okay, na ihr liebe Leute, ich muss euch sagen, mir geht heute echt voll beschissen. Ne? So habe ich echt nicht erlebt. Ne? Die Lunge, ich weiß nicht, was es ist, tut in der Lunge weh. Ne? Ja, Krankenhaus, ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Ne? Ja, ich hole dann mir Lyrica, die helfen dann einigermaßen. Ne? Ich komme drauf an, wie viel man holt. Ja, und ja, auf jeden Fall geht es mir beschissen. Nicht gut. Entschuldigung. So, was haben wir denn für eine Story? Ja, ich habe eine. In Koblenz waren zwei Stück. Der Klaus, Spitzname Goldi, weil er mit Gold behangen war. Und sein Mittäter, ne? So, und die hatten da Termin gehabt wegen Banküberfälle. Ja, der geht hin und sagt, wovon ich den Namen, ich weiß, wenn ich 10 Jahre und die Sicherungsfahrung kriege, dann hänge ich mich weg. Ne? So, ja, haben die voll genommen, ne? Ja. Am nächsten Morgen machen die Tür auf, Finger da. Ne? Also, ich denke, so was muss doch nachgehen und gucken, in die Beobachtungszelle schmeißen. Ne? Aber das ist halt die Justiz hier. Ja, ja, mein Urteil habe ich bekommen. Ne? Sogar noch früher, vor meinem Kollege, obwohl er schon. Er hatte später wie ich Verhandlungen, ne? Hatte aber so sein Urteil schon. Ja, könnte passieren, dass ich in die Weihnachtsamnestie falle. Ne? So, die geht dann so, ich glaube, von November irgendwann bis Januar. Ja, wenn ich mich dann Ende November reintun und tun mich dann in die Weihnachtsamnestie, da bin ich ja gar nicht entgiftet. Ne? Da muss ich direkt sagen, nein, will ich nicht. Ne? Es wird anstrengend, ich merke es jetzt schon, ne? Wenn ich jetzt nur keine Pillen habe. Ne? Naja, so ist es halt. Muss ich aushalten. Ne? Wei, 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 was für ein Leben. Ey. Ich hab's mir so ausgesucht, ja. Ja, ohne Verstand, ohne alles. Ja, meine Tochter hatte ich auch jetzt angemeldet für Wohnen und ganz Kram. Ne? Da zu links wohnen hat, denke ich zumindest Kohle, ja, das ist ja wichtig, ne? Um das Kind wieder zu kriegen. Ich bin ja Opa, ich will den Kleinen auch sehen. Ne? So, ich habe, glaube ich, erzählt, wie der drauf ist, der Vater von dem Kind, wenn er was besoffen hat. Ne? Ja, also ran an die Arbeit, ne? Aber momentan, ich kann nichts machen. Ne? Ich habe solche Schmerzen. Ne? Ja. Wenn ich morgens, heute ist der schlimmste Tag gewesen, ne? Zieht hier in die Lunge seitlich, ne? Abend ist das alles wunderbar. Aber morgens, naja. Vielleicht kommt um Hulu mich erhole. Also so. Ja, wenn ich weiß, wer der Mulu ist, der Mulu ist tot, ja. Ja, ich habe ein Käffchen. Was für eine Marke verrate ich nicht. Der beste Kaffee, den es gibt, ist lustiger. Ja. Ach, ich habe Zucker vergessen. Ach, egal, reicht. Na, hier immer Tröpfchen.
Dass ich nicht so, so einen Redefluss habe, ja. Das liegt jetzt an den Schmerzen, die ich habe. Gestern bin ich noch bis mit dem Fahrrad bis Kretz gefahren. Das ist schon ein Stück, ne? Hin und zurück. Ja. Und habe mein Tablet dahin gebracht und auf Blatt gemacht, also auf Null gesetzt. So. Ja. Und bei mir klappt die Heizung nicht. Nur eine. Eine Heizung klappt. Das ist halt normal, oder? Der weiß das. Der hat dann den Griff abgeschraubt und hat gesagt, ja, machen wir alles neu. Im Oktober. Es wird kalt. Ja, wenn ich gut, ich mach den Winter auch ohne Heizung durch, kein Problem. Aber dafür will ich extra Lobby haben. Ne? Extra Geld haben. Ne? So, ja nicht. So. Gleich wieder bei den. Ja, manche gleich wieder bei den Leuten, die auch heroinabhängig sind. Ja. Da muss ich hin. So, was soll ich noch sagen? Ich weiß gar nicht, ich bin so platt, gell? Mein Rücken, mein Husten. Ja, ich höre auf zu jammern, das bringt eh nichts, also höre ich auf. So, ich muss mal gucken, da ich endlich mal einen Brief da schreibe für die Kostenübernahme für den Knast, die 2 Monate. Das ist wichtig. Und dann brauche ich nur auszufüllen, abzuschicken, dann wird er übernommen, die 2 Monate. Ja, super. So, dann komme ich raus und bin wieder in meine Wohnung. Ja, clean. Ja, clean. Ich will nicht mehr, ich will wirklich nicht mehr. Ich will einfach nur noch ein ruhiges Leben. Vielleicht noch eine Frau, die passt zu mir. Ja. Das ist aber auch nicht so einfach, ne? So, aber ich bin nicht scheu, ne? Ich kann mit Frauen reden, das ist kein Thema. Ja. So, ich denke, ich mache mal Feierabend für heute. Für jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal Kippen vordrehen. Ja, das war's dann erstmal für heute, ja. Leute, ich habe euch lieb.